Ja, hallo Leute, hier ist der Thorsten wieder von Weiß nichts Welt und ich will heute mal einen ganz kleinen Rundgang in meiner Baustelle in meinem Haus hier machen, beziehungsweise will ich eigentlich nur mal eben kurz den Zählerschrank filmen. Das hat der Thomas sich gewünscht, da wollen wir das gleich mal machen, weil ich heute auch mal bei halbwegs vernünftigem Wetter raus kann und da auch mal einmal kurz das Grundstück zeigen und eventuell so ein bisschen die Halle, wo die PV drauf soll. Das machen wir mal jetzt und nutzen wir jetzt mal aus. Also ich habe hier erstmal den Zählerschrank. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob man das alles gut sehen kann. Es ist also eigentlich ein ganz normaler. Und hier unten ist halt auch noch ein bisschen Platz für die Einbauten. Und ja, müssen wir mal sehen, ob der wieder nachher aussieht, wenn der Elektriker da durch ist. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Gut, dann gehen wir mal raus. Nicht wundern, das ist hier alles Baustelle irgendwie. Also hier ist zum Beispiel noch ein Nebengebäude, das irgendwann noch mal weiter saniert werden soll. Und da ist also auch ein Schrägdach drauf, was allerdings Richtung Westen geht. Und Richtung Westen habe ich hier einen Nachbarn. Das muss ich mal sehen, wie das überhaupt mit dem Licht hinkommt. Sonst müssen wir das irgendwann aufständern Richtung Osten, Richtung Süden. Hier ist das Hausdach. Das haben wir vor ein paar Jahren auch erneuert. Das, ja. Da kann man eventuell auch noch mal rauf. Das sind aber, wie gesagt, die Anlagen der nächsten Jahre dann eventuell. Ja gut, dann ist hier vorne eigentlich ein bisschen Wüste, weil das hier sehr stark geregnet hat in letzter Zeit. Mein Anhänger, mein LKW. Ja, da hinten parkt auch mein Verbrenner, der Böse. Gut, gehen wir hier mal so ein bisschen weiter. Hier ist mein alter Arbeitsraum von früher. Da ist auch das Dach Richtung Osten, Richtung Nord, das würde man eventuell, da hatte ich mir auch schon mal überlegt, weil das auch noch mit Eternit ist, das muss dann auch noch erneuert werden, dass man das dann irgendwann auch einfach aufständert Richtung Süd. Das würde ja was bringen. Ja, hier ist dann nochmal ein kleiner Gruß aus der Verbrennerzeit, nämlich der Schornstein meiner Gewächshausheizung. Das ist natürlich auch richtig heftiges so. Und das ist letztlich die Halle. Und das ist dann das Dach Richtung West. Da kommen dann oben 9 Module drauf und in der unteren Reihe nochmal 5, weil das hier mit dem Haus sozusagen überschneidet und in der unteren Reihe würde nicht viel Licht hinkommen. Und hier unten, das unterste Modul in der unteren Reihe, lassen wir dann sozusagen auch weg, weil auch da der Schattenwurf vom Haus sehr extrem wäre. Ja, ich bin mal gespannt, ob das Video dann was wird überhaupt. So, dann machen wir mal an der Halle vorbei. Ja, jetzt kommen wir schon so ein bisschen in den Bereich meines Hobbys. Hier stehen nämlich meine Maschinen oder 2 meiner Maschinen. Das ist mein Bagger. So einen kleinen Bagger muss ja jedermann haben. Und das ist dann mein Radlader. Auch da, wie gesagt, das brauchen Männer halt heutzutage als Spielzeug. So, hier ist dann das Ostdach. Das ist komplett frei. Hier steht auch nichts, was Schatten werfen kann. Das ist also wirklich super. Und da denke ich, da kriegen wir dann auch einen guten Ertrag. So, jetzt muss ich mal für die Frau von Martin auch in mein Gewächshaus gehen. Um mal ein bisschen zumindest Impressionen, wenn auch nur Blumen und kein Gemüse, zu bringen. Also ein bisschen sieht man schon, dass hier was drin steht. Das ist natürlich noch alles sehr früh. Also so viele Blüten sind da jetzt noch nicht drauf auf den Blühpflanzen. Das sind also alles Stiefmütterchen. Und ja, die wollen wir dann im Frühjahr hoffentlich verkaufen, wenn wir denn dürfen. Ja, Corona-mäßig eventuell noch Probleme, ich hoffe mal nicht. Na, aber das werden wir dann sehen. Naja, ich habe in diesem Frühjahr trotz Corona, trotz Verbot, das halbwegs alles verkaufen können. Und dann ist es auch in Ordnung. So. Die Gewächshäuser sind übrigens uralt. Die sind von 1965. Aber wie gesagt, das ist halt alles gute deutsche Wertarbeit. Das hält dann noch. Hier hinten, das ist dann mein Nachbar die Feuerwehr. Und die sind schon etwas weiter. Die haben nämlich schon PV auf dem Dach. Nicht schön Richtung Süd, wie es früher war. Ich weiß gar nicht, wie groß die Anlage wirklich ist, was die für eine Leistung hat. Die Module sind natürlich noch lange nicht die neuesten. Aber naja. Auch unsere Gemeinde hat mal was getan. Leider ist das Schuldach, das Schule ist da leider nicht belegt. Aber das ist, wie gesagt, ja auch ein,
Ost-West-Dach und damals hat man das ja nicht gemacht. So, jetzt gehen wir hier in das nächste kleine Gewächshaus. Nun mal so, das ist alles jetzt für Martins Frau. Martin ist der nette Mann von Gewaltig Nachhaltig, der dann da irgendwie auch immer seine schönen Videos macht. Habe ich den Namen von Martins Frau vergessen. Hier haben wir also nochmal Hornveilchen. Nicht so ein paar. Das sind alles einfarbige und hier haben wir jetzt einen kleinen Versuch. Das sind dann immer mehr Farben in einem Topf. Das wollen wir dieses Jahr mal probieren. Dann müssen wir mal sehen, ob das was wird. Naja, werden tun sie was, aber ob man sie verkaufen kann, ist die Frage. Man immer alles schön verriegeln hier, damit der Wind es nicht kaputt macht. Gut, hier hinten ist auch eine Baustelle. Das ist meine Chaos-Baustelle. Hier sind wir nämlich neu am Pflastern. Da bin ich mit dem Radlader durchgefahren wegen einer anderen Baustelle. Und das hat leider nicht so schöne Spuren hinterlassen. Und nun haben wir angefangen, die Steine rauszunehmen und pflastern die neu. Was leider wettertechnisch nicht so einfach ist. Wir haben gestern also auch noch ein Stück gemacht. Naja, es geht auch weiter. Und dann geht das hierhin weiter. Da geht es auch in Baustelle. Das heißt, auch das wird gepflastert jetzt die Tage. Und da kommt dann im Prinzip noch so ein kleiner Schuppen hin. Oder eine kleine Halle. Wir haben also da den Giebel von dem Gewächshaus erneuern müssen. Das war gemauert und war alles zerbrochen. Und da habe ich dann jetzt alles mit Glas gebaut. Ja, und deswegen musste der alte Schuppen, der da früher stand, auch weg. Und dann habe ich gesagt, gut, komm, neuer. Das Fundament hinten ist schon fertig auf der Seite. Hier vorne fehlt noch. Aber hier sollen dann erst die Pflastersteine rein. Und dann mal sehen, vielleicht kann ich das im Sommer ja mal vorstellen, wenn das weitergekommen ist. Werden wir sehen. Ja, gut, das ist so mein Grundstück. Hier ist auch noch ein Gewächshaus. Das mache ich mal kurz auf mit ein paar Blumen drin. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Ton überhaupt funktioniert. Ich hoffe mal. Hier haben wir so Hängeampeln drin stehen. Auch nochmal mit Hornveilchen. Das sind hängende Hornveilchen. Die ranken dann schön nach unten. Da hat man dann schön was über die, oder in den Sommer rein, wenn man früh ein bisschen schöne Farben haben will. Ich finde es ganz nett. In das Gewächshaus, das da steht. Das ist übrigens unser Tomatengewächshaus. Da kommen dann im Frühjahr die Tomaten rein, die Pflanzen, die wir verkaufen. Ja gut. Dann müssen wir uns hier mal ein bisschen vorbeikämpfen. Das ist übrigens auch noch ein Gerät von mir. Das ist mein Dumper. Ein Dumper ist eine Motorschubkarre, Motor-Japaner. Das ist also umwelttechnisch eine ganz große Sau, weil der ist von 1967. Und der hat einen Dieselmotor, und zwar sogar noch einen Zweitakt-Dieselmotor, was relativ selten ist. Ich würde mal sagen,